100 eine echte Herausforderung. Nicht der Schnauf. Schön einsteigen. So. Ja, so eine Art Ausgangssperre, so eine Art Lockdown hat ja auch irgendwie was Gutes, ne? Ich meine, es ist natürlich klar, es ist schade. Momentan finden überhaupt keine Veranstaltungen für uns statt, ne? Also es gibt keine klassischen Fahr-Events im Augenblick. Noch gibt es Testwagen aus der Industrie, aber auch da gibt es schon die ersten Hersteller, die keine Testwagen rausgeben können, weil eben die Betriebe, die Werkstätten komplett geschlossen sind und die Autos nicht mehr vorbereitet werden können. Und ja, auch für mich gilt das also so ein bisschen jetzt im Prinzip und für den Flo, der natürlich wie immer hinter der Kamera ist, gilt das jetzt so ein bisschen den Arsch zu Hause lassen, ne? Und ich weiß nicht, was ihr so zu Hause macht. Ich bin froh, dass ich mir hier einen kleinen Platz geschaffen habe, um wenigstens in Übung zu bleiben. Ups, warum bremst ihr denn da so früh? Okay. Weg da, du Arschgesicht. Ja, also alles wie morgens auf der Autobahn der Verkehr, ne? Ah, jetzt ist der außen vorbei, leckt mich doch am Arsch. Ah, ja. Boah, die Eisen. Ja, natürlich fehlt hier so ein bisschen. Mir fehlt das Feedback für den Arsch. Also die Querbeschleunigungskräfte, ne, die fehlen mir. Aber es ist, glaube ich, alles in allem alles besser, als mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus zu liegen. Der dreht. 6, 7. Ja, mit 130. Ach, das sind ja Meilen und nicht km/h hoch auf dem Flugplatz. Ja, geht. Jetzt war ich zu langsam, habe ich zu spät runtergeschaltet. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie geil doch so eine Forza-Simulation. Das hier ist Forza. Frag mich jetzt nicht, welche Nummer das ist. Ich glaube, es ist 7 oder 8. Ich weiß es nicht. Wie nah das an der Wirklichkeit ist. Also wie unfassbar gut die es gemacht haben, dass du das Gefühl hast, hier jetzt runter, jetzt geht's runter Richtung Fuchsröhre. Und ich bin ungefähr, also ich glaube, ich bin hier in der Simulation verkrampfter als im echten Leben. Im echten Leben spürst du halt auch mehr von der Geschwindigkeit. Das heißt, es ist leichter für mich, da so auch drauf zu reagieren. Jetzt hier so die Kompression in die Fuchsröhre runter, hoch, hart anbremsen, eine kurz mal links rein und jetzt geht's rechts Richtung Adenauer Forst. Dann die klassische Stelle, wo sich alle Anfänger auf dem Adenauer Forst abdrehen, ne? Wo sie gerade ausfahren. Raus aus dem Adenauer Forst. Auf dem Curb gewesen. Fuck you! Ja. Aber um es vielleicht auch noch mal ein bisschen ernster zu machen. Wir leiden alle unter dem Corona-Lockdown, glaube ich. Wir leiden alle darunter, dass wir im Arsch zu Hause bleiben sollen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr es macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu Hause bleibt. Es gibt ja schon ganz viele merkwürdige Verschwörungstheorien im Internet schon wieder, ja. Aber ich glaube, jeder klar denkende Mensch hat kapiert, wie wichtig das ist. Gar nicht so vielleicht für uns selbst, sondern für alle anderen. Ne? Also es ist einfach unheimlich wichtig, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Wir dürfen nicht zu viele Kranken auf einmal haben. Ne? Hashtag flatten the curve. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das beherzigt, wenn ihr zu Hause bleibt. Und ich dachte mir, vielleicht können wir dann mal eine Runde gemeinsam Forza spielen. Ihr findet mich auf Forza. Mein Hashtag ist Brumm mit 5M hinten dran. BRU5M. Lasst uns einfach mal gemeinsam eine Runde Forza fahren. Und dann warten wir einfach so lange, bis sich dieses Thema beruhigt hat. Und danach gehen wir wieder raus und danach fangen wir wieder an, eine Menge Reviews für euch zu drehen. Aber bis dahin einfach mal Füße stillhalten, den Arsch auf die Couch setzen und locker bleiben. Ich glaube, wir hier in Deutschland, wir haben es eigentlich echt noch relativ gut und wir werden das ganze Thema überstehen.
Gut, es gibt übrigens noch ein Thema, das will ich jetzt in dem Video vielleicht sogar mal anbringen. Es gibt die Mitgliedschaft bei AutoHub. Ihr könnt jetzt bei AutoHub auf YouTube Mitglied werden. Und da ist ja immer die Frage, was habt ihr denn davon? Also ihr habt natürlich davon, dass ihr euren Lieblings-Auto-YouTuber supportet, hier mit Cash jeden Monat. Aber die Frage ist, was biete ich euch dafür? Ich habe mir gedacht, so Sachen wie gegeneinander Forza fahren, also gegeneinander virtuell Autorennen fahren, eine eigene WhatsApp-Gruppe und die Outtakes aus den Videos. Das wäre vielleicht etwas, womit ich euch locken kann, Mitglied bei AutoHub zu werden. Jetzt freue ich mich erstmal auf eure Kommentare und vielleicht postet ihr mal unten drunter, was ihr jetzt so während dem Lockdown macht. Was sind eure Hobbys zu Hause? Wer von euch hat schon alle Kacheln im Bad gezählt? Hände hoch und in diesem Sinne, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Bleibt gesund. Geht's dir gut? Hast du die letzten 2 Wochen beschwerdefrei? Ja, ich bin beschwerdefrei. Wir können. Warte mal, ich kann echt nicht 2 Dinge auf einmal machen. Viele Kontakte nach außen? Nee, wir sind ja die letzten 2 Wochen viel zu Hause, wir zwei. Also, so wie ich bin auf. Eigentlich nur zu Hause. Ja, du bist ja jetzt froh, ne, mit 2 kleinen Kindern, dass du mal rauskommst, oder? Ja, aber wir können uns jetzt nicht anstecken. Wir halten ja eh auch Abstand. Wir halten ja Abstand. Also das Küssen haben wir uns ja abgewöhnt, seitdem wir mal gemeinsam geschlafen haben in einem Bett. Ihr müsst Wie machen wir das nachher bei dem Autotest? Da halten wir auch Abstand. Ja, die Taxisituation habe ich. Dann machen wir eine Plastikfolie zwischen rein, hä? Ich kann echt nicht reden und Autofahren gleichzeitig. Ich frage mich. Ich bin ja froh, dass ich ständig bei dir auf dem Beifahrersitz sitze, wenn du moderierst. Ja, merkwürdig, ne? Aber gut, das hier ist ja auch ein bisschen zackiger jetzt gerade. Die Dartschleife. Jetzt geht's runter nach Breitscheid. Oh, zu spät in die Eisen. Oh, fuck you. Es ist halt auch. Es ist halt auch nicht einfach. Warte mal. Aber wir beide sind gesund. Wir sind beide gesund und ich hoffe euch. Genau. Sind und haben auch sonst keine weiteren Kontakte. Ganz wichtig, hast du Kontakt zu alten Menschen? Nee, komplett eingestellt. Ne? Ja. Ja. Also worst case, falls wir uns jetzt doch irgendwie anstecken sollten, tragen wir das nicht zu alten Menschen. Ja, darum geht es ja bei Flat the Curve. Ja? Es geht ja jetzt nicht darum, die Leute zu bestrafen, dass sie keine Party mehr machen sollen. Sondern es geht wirklich einfach nur darum, den Virus nicht weiter zu verbreiten. Und das klingt zwar alles so ein bisschen nach Armageddon und irgendeiner Serie auf Netflix, aber es ist halt einfach die Realität, ja. Es ist halt einfach das Thema, du kannst diesen Virus ja haben, aber wir haben jetzt schon 2 Wochen keinen Kontakt gehabt, oder? Du kannst den Virus ja haben und hast keine Symptome und trägst den trotzdem weiter. Und natürlich haben wir letzte Woche alle geschnauft, als es anfing hier mit Kindergarten zu und die Kinder den ganzen Tag zu Hause. Also wer von euch Eltern ist und 2 kleine Kinder hat, Flo hat 4 und 6? 4 und 6? 2 und 6. 2 und 6. Meine ist 5 und wird 6 dieses Jahr. Die haben ja eine unfassbare Energie. Die machen dich ja tot. Die ersten Tage bin ich abends mit meiner Tochter gemeinsam ins Bett gegangen, zur gleichen Uhrzeit, weil ich einfach fertig bin. Ja. Und natürlich ist das alles schwer, aber es geht halt einfach wirklich darum, dass nicht verschiedene Menschengruppen sich zueinander treffen und dann unbemerkt den Virus weiterverteilen. Flatten the curve. Ja, außerdem hat das ja auch was Gutes. Ja gut, wir werden dieses Jahr den Senator nicht schaffen, ne? Bergwerk mag ich nie. Ich finde das immer eine ätzende Kurve, dass sich zuziehen hier. Und im Spiel ist es, oh Mann, wie ein Anfänger. Und im Spiel ist es echt noch schwieriger als in echt, habe ich das Gefühl. Aber der M4, da geht der Arsch dann schon ab. So. Ja. Ich habe auch Traktionskontrolle ausgeschaltet, damit du wenigstens so ein bisschen Längsbeschleunigung, also ein bisschen merkst am Lenkrad. Aber der geht schon gut. Hier 211, 220. Wir fahren jetzt hoch in Richtung zum Kesselchen, also erstmal in Richtung Steilstrecke.
Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn das alles noch ein bisschen länger dauert, dann fahren wir einfach mal ein bisschen gegeneinander Forza. Wahrscheinlich gibt es viele, die mich da eiskalt abzocken. Also ich glaube, das ist auch die junge Generation oder die Autofahren erst an der Konsole gelernt haben und dann ins Auto gehen, die haben es leichter als die, die es andersrum machen. Die aus dem Auto an die Konsole kommen. Weil mir fehlt einfach das Gefühl aus dem Popometer und die Querbeschleunigung. So, hoch zur hohen 8. Ohoho. Ups. Im echten Leben würde ich mir da, glaube ich, schön in die Hose machen, wenn das Auto so weggeht da hoch.